Hallo, habt ihr euch auch schon mal gefragt, was man gemacht hat in der Zeit, als es noch keine Laptops gab? Man hat Briefe mit so etwas geschrieben. Das ist eine Schreibmaschine, in dem Fall eine tragbare Schreibmaschine, im Prinzip sozusagen das Pendant zu einem Laptop. Und die hat ihren Drucker auch schon direkt dabei. In einer Zeit vor Laptop, Computer, Druckern und so weiter, Smartphones waren noch in so weiter Ferne, haben die Leute mit so etwas ihre Korrespondenz erledigt. Und ich zeige euch das jetzt mal. Das Blatt wird auf der Walze eingespannt. Achso, der Hebel hier ist bloß zum Arretieren fürs Verpacken, damit die Walze nicht drüber hinausgeschoben werden kann. Der hier ist um den Schlitten natürlich, um den Schlitten zu lösen. Kurz vor dem Ende wird man mit einem tollen Signalton gewarnt, dass gleich das Blatt zu Ende ist. Hier hat man die Möglichkeit einzustellen, ab wann und bis wo getippt werden können soll. Sozusagen der freie Bereich auf dem Papier. Das Teil hier ist, um das Papier eine Zeile nach oben zu schieben und gleichzeitig den Schlitten nach links, völlig manuell. Das sieht dann so aus. Und wie man jetzt hier erkennen kann, ist das Blatt schief eingespannt. Das ist aber überhaupt kein Problem. Da gibt es hier diesen Hebel. Jetzt kann sich das Blatt frei hinter der Walze bewegen. Und wir können es sauber aufeinander legen. So, jetzt ist das Blatt zwar etwas zerknickt, aber gerade. Und damit es hinten nicht so hässlich herunterhängt, kann man hier noch so eine Halterung rausklappen. Und wie bei einem normalen Computer befindet sich hier die Tastatur. Was könnte ich denn mal schreiben? Vielleicht. Hallo Welt. Und zwei Ausrufezeichen. War leicht, oder? Nächste Zeile. Man kann hier dann noch einstellen, ob es nur eine Zeile, eineinhalb oder zwei Zeilen sein soll, die das Blatt auf der Walze nach oben geschoben wird. Genau, wenn ich hier einen so einen Hebel bewege, eine Taste drücke, dann bewegt sich hier oben so ein Arm oder Hebel. Genaue Bezeichnung könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Und auf dem befindet sich der Buchstabe L in Groß- und Kleinschreibung. Der wird dann auf das Farbband hinten gehauen und dadurch entsteht dann auf dem Blatt Papier der Buchstabe. Und wie man hier erkennen kann, gibt es anscheinend drei Farben. Das stimmt nicht ganz. Es gibt Schwarz und Weiß. Schwarz und Rot sieht man hier auch vielleicht im Video am Farbband. Und ich schreibe mal? In Schwarz und schalte um auf Rot. Hallo in Rot. Und das kann man jetzt hier erkennen. Also eigentlich ist es tatsächlich sozusagen so eine Art Laptop mit Farbdrucker. Im weitesten Sinne. Aus einer Zeit, in der Computer und Drucker nicht wirklich erschwinglich waren. Die Maschine stammt aus den 80er Jahren oder Ende der 70er, ist eine Brother Deluxe 760 TR in einem durchaus fast makellosen Zustand und funktioniert erstaunlicherweise einwandfrei. So, wir können ja noch mal ein bisschen was schreiben, vielleicht in Schwarz. Wie hätte denn dann damals so ein Brief begonnen? Vielleicht, sehr geehrte Damen und Herren, da habe ich jetzt einen Fehler, denn ich habe eine Leertaste zu viel gedrückt. Das ist natürlich schlecht, weil kann ich nicht korrigieren, müsste ich jetzt ein neues Blatt nehmen. Ein Nachteil.
Und wie man gemerkt hat, ist es auch gar nicht so einfach, darauf zu tippen. Auf einer Tastatur ist der Hub ja relativ gering. Und hier muss ich schon einen ordentlichen Weg zurücklegen. Und wenn ich so leicht auf der Maschine tippen würde, wie ich es auf einer normalen Tastatur mache, dann würde man fast nichts lesen können. Ich kann das mal machen und schreibe meinetwegen. Okay, das war jetzt schon ein bisschen leichter, ist etwas blasser, aber immer mal nur einen Buchstaben ganz leicht. Das ist nicht schön. Also man muss die Tasten richtig ordentlich anschlagen und dann kann man tippen und hat dieses tolle Tippgeräusch, wie viele es vielleicht noch von früher kennen. Die meisten, die jetzt hier unterwegs sind, auf Social Media wahrscheinlich eher nicht. Ja, zum Beispiel, dieses ist wirklich eine sehr schöne Schreibmaschine. Und schon wieder zwei Tippfehler. Ja, tippen war nie meine Stärke. Bin ich vielleicht auch nicht alt genug für. Ja. Weil es so schön ist, gleich noch etwas. Hada. Text in Rot. Und schon wieder. Ja, das Vertippen ist wirklich so eine. Also Hochachtung an alle, die in den 70er, 80er Jahren oder noch früher auf so einer Schreibmaschine täglich tippen mussten und ihre Arbeit damit verrichtet haben. Denn es kann sehr frustrierend sein, permanent ein neues Blatt Papier einzulegen. Ja, noch so ein paar Besonderheiten, wenn wir zum Beispiel, heute haben wir glaube ich den 12.3., wenn wir also das Datum schreiben wollen, 1 und 2 geht noch, Punkt auch. Und jetzt sucht man etwas vergebens, denn es hört hier bei 9 auf, dann kommt noch Plus, scharfes S und so weiter, ja, Akzentzeichen, es fehlt die 0, denn die wird auf dieser Schreibmaschine als großes O geschrieben. So, da haben wir das Datum. Ja, das Farbband ist auch nicht mehr das fitteste, also Rot ist schon relativ stark verbraucht. Ja, Groß-Kleinschreibung, wie auf einer normalen Tastatur. Und es gibt tatsächlich eine Feststelltaste. Und da kann man auch sehen, wo der Name herkommt. Denn hiermit kann ich zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln auf den einzelnen Armen oder Hämmern. Oder ich weiß nicht, wie es genau heißt. Es sind ja jeweils zwei Zeichen, Groß und Klein, oben und unten. Und hier wird das komplette Element im Prinzip dadurch hoch und runter bewegt. Und wenn man jetzt permanent nur große Buchstaben schreiben möchte, dann kann man das im Prinzip feststellen. Es ist wirklich hier so ein kleiner Haken dran, das wird festgestellt. Feststelltaste, da kommt der Name her. Ja, nochmal drauf gedrückt, dann löst sich das und dann ist gut. Andere Sachen, die es auf der normalen Tastatur gibt, gibt es hier auch schon. Tab, dann fährt der Wagen hier oben ein Stückchen vor, wie beim Tabulator. Leertaste hatten wir schon. Und, das ist eine Besonderheit dieser Maschine, hatten viele andere nicht, eine Permanent-Leertaste. Dass man jetzt mal ganz schnell viele Leerzeichen schreiben möchte. Ja, so schaut's aus. Was auch fehlt, ist natürlich das Eurozeichen, denn den gab es früher nicht. 20 Euro wären in etwa so getippt worden. D-Mark. Ja. Ist im Prinzip eine tolle Sache. Ich finde es toll, dass die sich in einem so schönen Zustand befindet. Was ich damit machen werde, keine Ahnung. Und wenn man sie transportieren wollte, einfach Deckel wieder drauf. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch sowas gefällt, einfach folgen.